Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15. Ich wollte gerade 14 sagen, aber nein, es ist 15. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, in der letzten Folge waren ein bisschen die Audios, war das Audio ein bisschen komisch. Ich habe das jetzt ein bisschen geändert. Ich hoffe, das wird jetzt auch funktionieren. Ich bin mal gespannt. So, wir sind immer noch unterwegs mit unseren Freunden auf Wanderschaft. Sollen diesmal nachgucken. Aber Kartenmenü kann mit. Aha, mit Button drücken direkt verwendet werden. Schauen wir doch mal durch. Was haben wir denn hier alles? Wie groß ist denn das Ganze? Das ist nicht klein. In keiner Art und Weise. Und ich denke mal, das ist noch nicht einmal alles. Das ist vielleicht das erste Viertel oder so. Kein Plan. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass das schon die gesamte Spielmap ist. Wie dem auch sei. Wir wollen zu dieser kleinen Hütte, um den Jäger zu finden. Tap, tap, tap. Trabbel, 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 trabbel. Denn Sydney hat uns gesagt, es gibt schon irgendwie länger keinen Kontakt mehr zu dem Typen. Und deswegen wollen wir mal nachschauen. Hi. Hallo. Ist hier jemand? Jodeli, jodel da. Eine Interagieren. Nachricht? Mutiertes Doppelhorn gesichtet. Ich trinke erstmal einen Schluck Kaffee. Rufname Bluthorn. Merkmale. Rote Hörner, äußerst aggressiv, sonstiges. Offener Jagdauftrag für Toti. Nacht! Von wegen! Alles klar? Danke, Mann. Vorsicht, Sie kommen! Was geht denn jetzt ab? Was seid ihr hier für Viecher? Welcher Seite stehst du? Ach, ihr seid Totis. Hallo Totis. Ich sehe hier nichts. Wir sollten hier mal ein bisschen rauslaufen. Bist ja richtig in Fahrt. Hier leicht. So. Ignis! Mit Vergnügen! Probleme? Mach dir um mich keine Sorgen. Gut, wenn du meinst. Wow. Wo kam der Schlag? Feuerelemente, Schadensangriff. Hier ist noch irgendwo was. Weiter so, Nord. Sweet. Gehen wir. Hey, da drüben ist auch eine Hütte. Noch eine Hütte. Okay, wir gehen jetzt von Hütte zu Hütte. Zu Fuß. Ohne Auto. Finde ich voll gemein. Da haben wir schon so einen fetten Schlitten und können nicht mit dem fahren. C'est la vie, meine Damen und Herren. Wie dem auch sei. Na, ist ja alles cool. So sieht man nochmal die Landschaft. Oh, guckt euch das Vieh mal an. Ist das mal hässlich. Nicht so schnell. Das will wohl überlegt sein. Wie? Warum? Was ist damit? Aha, okay. Seltsame Tiere. Diese Spezies wird Tauti genannt. Was? Deine Gefährten arbeiten unter Umständen Strategien aus, die euch im Kampf einen Vorteil verschaffen. Wenn du die Anweisung befolgst, erhältst du FP, Freundschaftspunkte, Warp-Punkt. Blaue Markierungen zeigen dir Punkte, zu denen du warpen kannst. Visiere das Warp, das Windrad an und teleportiere dich zum Warp-Punkt. Sie schließt ihre Beute mit den Stoßzähnen auf und reißt sie so aus der Geborgenheit ihres Baus. Das ist aber nicht nett. Ja, kann ich da jetzt hin? Freunden wir uns sicher nicht an. Ach, komm schon. Wir machen es einfach mal. Wah! Action, 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 Action. So, weg mit dir. Warum muss ich da jetzt hin? Nein, den will ich nicht. Wie kann ich denn zwischen den Dingern wechseln eigentlich? I don't get it. Genau so überwältigt. So will ich halt. Alle fit? Und wie? Weiter geht's. Ist dort jemand? Der war nur auf dem Klo, Mensch. Wir haben dich gesucht. Alles in Ordnung? Danke. Nett von euch. Ich habe mir den Knöchel verstaucht und häng hier fest. Haufen Scheißhaus. Ich war auf Doppelhornjagd. Und ziemlich erfolgreich, will ich meinen. Bis mich dieses eine Exemplar erwischte.
Ein grässliches Biest, wild und gefährlich. Ihr seht mir zwar nicht wie Jäger aus, aber vielleicht habt ihr ja Mumm. So, ein grässliches Biest, wild und gefährlich. Ihr seht zwar nicht wie Jäger aus, aber vielleicht habt ihr ja Mumm. Uneigennützig helfen, Ignis entscheiden lassen, gegen Bezahlung helfen. Also gegen Bezahlung wäre schon ganz nett, ne? Aber, nein! Klar, kein Problem. Oh, Mann, ich wollte das gar nicht. Ich danke euch. Dann sperrt mal die Lausche auf. Nockt, also wirklich. Du kannst doch dem armen Kerl kein Geld abknöpfen. Das wollte ich auch gar nicht. Manjo. Ich wollte eigentlich... Ich schlage vor, dass wir rasten und uns gründlich vorbereiten. Ja, das ist noch kein Grund, Arschloch zu mir zu sagen. Du erwartest einen anstrengenden Kampf. Bereite dich gut darauf vor, indem du dich in einem nageligen Refugium ausruhst, wo Ignis eine stärkende Mahlzeit kochen kann. Ja, voll dabei. Gut, dann lasst uns das nächste Refugium aufsuchen. Machen wir. Hier draußen sind ziemlich viele Jäger unterwegs. Ist ja jetzt auch wiederum nicht so. Sind die so eine Art Gendarmerie? Sie bekleiden dieselbe Funktion, sind aber privat organisiert. An Erfahrung können wir es mit denen nicht aufnehmen. Gehe ich jetzt überhaupt in die richtige Richtung? Ja, sieht gut aus, ne? Hier, da ist so eine... Perfekt. Ja, das sieht gut aus. Wir gehen dahin. Die sehen mich nicht in diesem Outfit hier. Jetzt zieh dich doch nicht selbst so runter, Prompto. Schließlich war es eine Spezialanfertigung. Die Kleidung weist dich als Begleiter des Königshauses aus. Guck mal, geheimnisvolle Alien-Symbole in den Steinen. Das wird noch einen tieferen Sinn ergeben, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, ich muss aber nur irgendein Schwach... Oh Mann, guckt euch das an. Wir wurden von Außerirdischen besucht, glaube ich. So, Zelten in Refugien. Beim Zelten werden die angesammelten EP auf die Stufen der Gruppenmitglieder angerechnet. Aha. Außerdem kocht Ignis eine stärkende Mahlzeit, die der Gruppe für den nächsten Tag Boni für den Kampf gewährt. Das ist cool. Wir wollen zelten. Genug geschafft für einen Tag. Wir zelten also. Mal sehen, wofür die Zutaten heute reichen. Was war das denn? Die könnten theoretisch doch im Diner bleiben oder so. Warum zelten die und wo kriegen sie den ganzen Kram auf einmal her? Ich meine, die müssen jetzt extra bis zu diesem Dingens da laufen, bis zur Werkstatt laufen, um ihren ganzen Campingkram zu holen. Das ist ein bisschen seltsam. Also, machen die jetzt Urlaub oder fahren die jetzt zu einer Hochzeit? Ich bin mir irgendwie nicht so ganz sicher. Nun schauen wir mal, was haben wir denn hier? Ignis Kochkünste. Beim Zelten verwendet Ignis die Zutaten im Inventar, um Essen zu kochen. Je mehr Rezepte du sammelst, desto größer die Auswahl an Gerichten. Nutzt die Effekte von Mahlzeiten, um das Kämpfen zu erleichtern. Und so, was haben wir? Lebenspunktmaximum, Angriffskraft plus 30. Das ist cool. Das ist richtig cool. Angriffskraft plus 20 und LP Maximum auf 150. Das machen wir doch. Koch uns mal was Cooles. Du Strubbelhadu. Mal gucken, wie lange ich brauche, um überhaupt den Namen zu merken. Das dauert nämlich auch immer. Lecker Schwabbel mit Pilzen. Und Karotten. Wer liebt keinen Schwabbel? So, jetzt wollen wir mal schauen. Ach, auf jeden Fall kriegen wir noch Level-Ups, wenn man das so anguckt. 99 werden benötigt. Und ab geht die Post. Mal schauen, wie viele Stufen wir ansteigen. Stufe 2, alles klar, nicht schlecht. Lebenspunkte sind schon stark erhöht. Ignis und Prompto kriegen die nette Möglichkeit,
noch Level-Ups zu machen. So, Fotos, geil. Unterwegs macht Prompto viele Fotos. Beim Übernachten zeigt er sie dir und du kannst aussuchen, welche du aufheben möchtest. Je mehr Erfahrung Prompto im Fotografieren sammelt, desto besser werden die Bilder. Sweet. So, das ist ein ziemlich witziges Bild, das behalte ich. Na sicher. Von Sydney kann man... Das Foto. Von Sydney kann man nicht genügend Bilder haben. Ist ja auch eine Augenweide. So, die sehen wiederum nicht so toll aus. Das hier ist ein bisschen schwachsinnig. Hehehe. Nee, oder... Ja, doch, wegen der wunderschönen Landschaft im Hintergrund. Schicke Fights, das ist was, das ist cool. Noch ein bisschen Panorama-Optik. Gut, damit sind wir durch. Die Fotos dürfen sie behalten. So, das Spiel kann nur während... kann über das Pausenmenü fast überall manuell gespeichert werden. Nur während Kämpfen, spezielle Aufgabenphasen und in Dungeons funktioniert das Speichern nicht. Krass. Tutorium. Über das Pausenmenü kannst du das Tutorium starten. Wenn dich in die Grundlagen der Welten... Ah ja, okay. Also ich kann immer noch jederzeit... Das ist schon seltsam. Sid zog Sidney so liebevoll groß, wie er den Regalia gewartet hat. Ein normaler Mechaniker wäre damit überfordert. Alles in allem hat er ganze Arbeit geleistet. Aber wütend will ich ihn lieber nicht sehen. Ja, Sid bringt uns um, wenn seinem Goldstück was passiert. Keine Sorge, der Regalia ist bei mir in besten Händen. Tja, der Regalia. Hier gibt es so Kristalle, die kann man wohl sammeln, absorbieren. 99. Magie und Elemente. Um Magie einsetzen zu können, musst du die Elementarenergie sammeln. Es gibt drei Arten, Feuer, Eis und Blitz. Du findest sie vor allem in der Nähe von Refugien. Eigentlich finde ich das ein bisschen bescheuert. Warum nicht Wasser? Also Feuer, Eis und Erde ist auch viel logischer. Dann auch vier Elemente. Wir könnten auch noch Unlicht dazu nehmen und Pokémon jagen gehen. Jetzt, wo wir gerade dabei sind. Hat irgendjemand von euch Pokémon Go von den vier Leuten? Ich meine, das wäre doch perfekt gerade. Um Pokémon Go zu spielen. Alle sind in der freien Natur, können jetzt rumtoben ohne Ende. Irgendwelche Arenen einnehmen, die es hier gibt vielleicht... So, noch mehr. Jetzt können wir hier unser... Das heißt, wir könnten eigentlich bestimmt auch gleich zaubern. Das ist cool. Jo, gib mir Feuer. Om nom nom. Ihr wart so lecker. Energie aufgesaugt. Jetzt würde ich mal ganz gerne... Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Jetzt würde ich mal ganz gerne Magie gucken. Was kann ich jetzt hier machen? 37, 56 Blasehülsen hin und her. Wir haben Magieflakons. Dreimal Feuer. In diesem Flakon ist bereits Magie, um einen neuen Zauber darin abfüllen zu können. Musst du ihn erst entleeren. Ah, okay. I don't get it. Funktioniert das jetzt? Kann ich jetzt irgendwie Magie anwenden oder so? Okay. Wir werden uns jetzt erstmal um den Auftrag kümmern. Die Jagd. Können wir auch noch ein bisschen schneller laufen oder so? Ne, wir können langsamer laufen. Ah, mit Kreis kann man sprinten. Perfekt. Whoop. Wow, was war das denn da gerade? Aufheben. Ach ja, natürlich, ganz vergessen. Wir können ja auch Sachen sammeln. Und angeln und so ein Kram. Da müssen wir halt eben hin und wieder mal ein bisschen aufpassen. Manchmal frage ich mich, ob wir je wieder in diesem wunderbaren Auto sitzen werden. Den ganzen Tag zu sitzen war echt angenehmer. Schlafen war noch besser. Ausdauerbalken. Achso, unten ist noch der Ausdauerbalken. Ist auch ganz nett. Haben wir eigentlich das Campingzeugs wieder eingesammelt? Finde ich jetzt ein bisschen unheimlich. Wir schauen nochmal, ob wir hier irgendwelche Gewürze finden. Für unsere Freunde. Damit die auch ja nicht verhungern. Oh, guck mal hier, da leuchtet es überall.
Wollen wir mal schauen, was haben wir denn hier Schönes? Aufheben. Eisenklumpen. Ich glaube, das ist unser Freund. Ein Doppelhorn. Ja. Und zweifelsohne eine Mutation. Wo? Wir müssen da unbedingt etwas tun. Du siehst aber fett aus, Kollege. Mal schauen, was wir zu Doppelhorn sagen. Ich würde sagen, wir machen das ganz klassisch. Frontal. Okay, er hat uns bemerkt. Warte. Was denn, was denn? Der Knabe scheint ziemlich mies drauf zu sein. Echt jetzt? Macht er einen trägen Eindruck? Ja. Achtung! Mensch, Alter! Aber echt. Zu früh gefreut. Wie bitte? Okay. Alles klar. Wir halten den mal ganz kurz auf. Gefährten-Kombo. L und Blasülz. L und Durchschuss. Klingt cool. Achso, Kreis drücken? Das ist ein Warp-Punkt. Ach nee. Wow. Der macht ja Sachen hier. Wow, fliegt eine Runde. Was geht denn bei denen ab? Wie krass der hier irgendeinen Schaden macht und so weiter. Aber ich glaube, ich wechsle mal die Waffe zu groß, dick und... Okay, das mit dem Ausweichen funktioniert noch nicht so richtig gut. Überraschungskombo, das ist nett. Richtig schön auf den Arsch hauen. Wundervoll. So, jetzt wollen wir nochmal looten. Gib Loot. Dein Telefon. Ja. Teffleton. Ja? Hab gerade mit Dave gesprochen. Danke für eure Hilfe. Wir schulden euch was. Euer Wagen ist übrigens auch fertig. Schaut super, wie wär's, wenn du das gratis machst? Alles klar. Das wäre super. Das würde uns unglaublich helfen, wenn du einfach mal sagst, pass auf, alles voll cool. Kommen wir nochmal zur Fahrerfrage. Von mir aus kann Ignis weiterfahren. Dito, der fährt wenigstens sparsam. Hier sind Kräuter. Ich glaube auch nicht, dass ich das hinkriege. Ihr lasst mir keine Wahl. Danke, was haben wir hier wieder? Schönes, leckeres. Am Steuer einfach zu eng. Aufheben. Eier. Lecker, es gibt Eier zum Frühstück. Oder Waffeln. Ich freue mich schon drauf auf Ignis nächste Kochkünste. Oh, was, Prompto? Wer kocht denn jetzt nochmal von denen? Anhand der Lebenspunkte würde ich sagen, Prompto ist der Koch. Da hinten ist auch das Diner. Das ist ziemlich weit entfernt. 600 Meter noch. Haben wir echt eine Strecke zurückgelegt. Gibt's ja wohl nicht. Also ich wäre dafür, dass wir mal ein bisschen trinken. Ey, was? Überlegt euch das mal. So. Ach ja, wir würden ganz gerne mal übernachten. Ich hole dann mal die Sachen aus dem Auto. Spazier damit dann nochmal 2 Kilometer. Sidney wartet sicher auf uns. Und vielleicht ist Sid mit dem Regal ja auch schon ver... Was ist das? Ein Vogel. Alter, der war ja riesig. Kann man den reiten? Die gibt's gar nicht. Die Natur ist unberechenbar. Das kannst du laut sagen. Schön. Greifen wir den jetzt an, oder was? Wollen wir den angreifen? Ich glaube nicht, dass wir schnell genug sind, um da hinterher zu laufen. Ach, der ist hinterm Berg ver... Entweder ist das ein ziemlich kleiner Berg oder ein riesengroßer Vogel. Na gut. 300 Meter, dann sind wir schon wieder beim Diner. Ja, komm, jetzt überanstreng dich hier nicht. Ihr seid doch hier die Helden der Geschichte. So ein bisschen Akrobatik, noch ein bisschen rumspringen und so weiter. Jump, jep, freu, hüpf. Wir haben es gerade 9 Uhr morgens anscheinend.
ein Glück, dass wir uns so schön ausgetobt haben. Gemeinsam. So, wir machen jetzt mal hier ganz gemütlich. Viel weiter tragen meine Beine mich nicht. Klar. Das hat uns die Großstadt nicht vorbereitet. Redet euch einfach ein, ihr würdet zum Auto laufen. Wir laufen doch zum Auto. Was ist denn euer Problem? Und nein, hier, da, Trailer mit, ich kann da schlafen gehen und solche Sachen, ja. Scheiß drauf, nein, wir holen erstmal unser Camping, unseren gesamten Campingkram. Da wären wir. Puh. So, dann wollen wir jetzt mal mit Schnuckelchen reden. Das Auto steht schon. Sydney, gib uns das Auto wieder. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber ist dafür auch hübsch geworden. Nicht wahr? Oh ist ja yeah. Fast so schade zum Fahren. Okay, dann lichten wir das Prachtstück mal ab. Gib gut darauf acht. Ach ja, und Hoheit? Könnt ihr vielleicht ein Päckchen für mich abliefern? Ja, klar. Ist ja nicht so, dass wir hier einen Prinzen spielen, der Päckchen verschickt oder rumträgt. Aber okay, passt schon. Irgendwie muss man es ja mit dem Gil machen. Das finde ich ein bisschen albern, ganz ehrlich. Könnt ihr vielleicht ein Päckchen... Oh. Man kann gar nicht so lange entscheiden. Warum nicht? Vielen Dank. Also, ich war so frei, die Fracht schon im Kofferraum zu verstauen. Auf dem Weg zum Galdinkai liegt ein Motel. Die Lieferung ist für den Besitzer. Ich zähle auf euch. Ah, so läuft das also. Noct, jetzt wo der Wagen frisch gewartet ist, willst du dich nicht hinters Steuer setzen und selbst ein bisschen fahren? Klar. Ich fahre gerne. Okay. Warum nicht? Du weißt es natürlich selbst, aber fahr vorsichtig. Fein. Dann wollen wir mal in unsere schicke Elfriede einsteigen. So, automatisches Fahren, manuelles Fahren. Was ist das denn? Lass dich von irgendwas bis zum Zielort fahren. Steuern. Steuere ich selber, so, GTA und so. Geht's. Ein Cabrio. So, was haben wir denn? Mit R2 beschleunigen, bremsen, rückwärts fahren. Hm? Achso. Das wollte ich jetzt nicht. Alles klar. Wenden. Aussteigen. Musik an. Geht doch. Nee, wir lassen die Musik aus und fahren jetzt erstmal eine Runde. Oh fuck. Warum mache ich denn hier so ein... Sag mal, fährt der gerade für mich? Habe ich einen Autopiloten hier drin? Hammerhead ist eine tolle Werkstatt, was? Quasi. Was hast du erwartet? Es ist schließlich die Hofwerkstatt. Nach dieser Reise kommen wir bestimmt nicht mehr hin, oder? Hm? Was? Wieso denn das nicht? Spricht doch eigentlich nichts dagegen. Vielleicht freut sich eine gewisse Mechanikerin ja. Moment. Daher weht der Wind. Kannst du ja den Regalia ausleihen. Oh, echt? Aber nee. Wie sieht das denn aus? Wenn wir zurück sind, besorge ich mir selbst einen Wagen. Das ist schön für euch, aber ich würde jetzt so gerne mal wissen, wo müssen wir denn überhaupt hin? Raus mit euch. Also los, Bewegung. Weil ich meine, ich fahre hier einfach nur blindlings drauf los. Da lang. Ha, bin nämlich voll falsch gefahren. Oder? Wo waren wir denn? Wir waren gerade hier. Hammerhead, genau. Ja, wir müssen nämlich die nächste rechts rein. Ha! Das kommt davon, wenn man ohne Navi fährt. Los geht's. Wir haben so viel gemeinsam. Aber ich habe bestimmt keine Chance bei ihr. Prompto ist schon wieder am Tag träumen. Wenn all das vorbei ist, gehe ich sie in Hammerhead besuchen. Mach das.
Also ich kann wohl auch selber lenken, aber das ist irgendwie ein bisschen seltsam hier. Da vorne ist die Straße, die wir gesucht haben. Nö, wir wollen nicht parken. Wie sieht das aus? Sprit. Auf Sprit müssen wir auch achten. So, funktioniert doch. Irgendwie. Das vereinfachte Fahren. Kann ich denn hier auch einfach... Nee, ich kann nicht außerhalb der Spur fahren. Das ist ja ärgerlich. Also das Fahren ist jetzt doch nicht so interessant, wie ich gedacht habe. Ich mache eigentlich nichts weiter, außer R2 drücken und hin und wieder so ein bisschen Schlenker. Dann gib jetzt mal ein bisschen Kette hier. Da geht nämlich auch ein bisschen schneller. Also wie schnell sind wir denn unterwegs? Also, kleiner Moment. Wir fahren mit etwa 20 Meter die Sekunde. Das heißt 50? Wir sind auf Auto, wir sind auf dem Freeway und fahren 50? Dann kommen wir doch niemals in der nächsten Stadt an. Verdammt! Aber das ist wirklich, ich hab so geguckt, so, okay, etwa 20 Meter pro Sekunde ist so die Geschwindigkeit, passt ganz gut. Nee, Blödsinn, dann fahren die, dann fahren die 36, also so 72, 80 etwa. Gut, wir wollen hier parken. Und dann dementsprechend auch das Päckchen abliefern. Das reicht fürs Erste. Bis du dich an die Straßen hier gewöhnt hast. Übernehme erstmal wieder ich das Steuer. Ja, warum auch nicht? Ignis übernimmt automatisch Modus des Fahren. Wenn du das Menü wählst, Ziel wählst, bringt er dich auf kürzestem Wege hin. Das ist cool. Nachts, wenn sicher die Gegend unsicher machen, fährt Ignis jedoch nicht. In diesem Fall muss Noctis das Steuer übernehmen. Natürlich, weil nachts ist es dann gefährlich, ne? Und dann will man nicht die Verantwortung tragen. Feigling. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier ein Motel. Mit dem Namen Front? Ihr seid mit der Lieferung hier? Vielen Dank. Lass den Wagen einfach stehen. Ich kümmere mich drum. Das ist aber ein netter Service hier. Oh. Umbra. Eine Lieferung? Guter Junge. Der Hund hat echt ein gutes Gespür. Ist ja auch kein gewöhnlicher Hund. Immer wieder schön, dich zu sehen. Wartet mal eben. Eine Blume. Aus solchen haben wir unsere Kronen geflochten. Ja, ich erinnere mich. Silblüten. Noct? Ja? Ich habe eine Bitte an dich. Würdest du dieses Buch bei deiner Rückkehr mit nach Hause nehmen? Klar. Und dann könntest du auch was reinkleben und es wieder zurück an mich schicken. Möchtest du dem Sticker eine Nachricht hinzufügen? Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Wir haben vor kurzem Sonnenlicht verlassen. Das klingt besser. Mit einem kaputten Auto. Wir brauchen noch 5 Jahre, bis wir wieder da sind. Ne? Gar kein Problem. Und wenn wir immer wieder ein neues Campinglager aufbauen. Fertig. Pass gut auf dich auf. Du sagst es mir sicher sowieso nicht, aber... Dann spar dir die Frage. Wofür ist das Buch? War ein Versuch wert. Unsere Pflicht ist getan. Wir sollten zum Galdinkai weiterfahren. Alles klar. Das heißt, wir düsen da lang weiter. Mal gucken, hier ist noch ein Fragezeichen. Ich weiß nicht, was das Fragezeichen zu bedeuten hat. Kann ich hier rein? Hallo? Öffnet mal die Tür, bitte. Ja, aber ich glaube, wir sollten mal was essen. Hier, Noctis sieht ziemlich hungrig aus. Ausdauerbalken ziemlich weit unten. Dann gehen wir mal ein bisschen Futter fassen. Heute schlage ich richtig zu. Ja, ich glaube, Geld haben wir ja mittlerweile. Können wir mal schauen, wie viel. 1000 Gil. Hä? Moment, habe ich nicht. Was ist das? Der Prinzenversand? Okay, Tal oder ohne Wiederkehr. Stufe 2.
Moment, sind wir da jetzt oder sind wir da jetzt nicht? Wir müssen Totis verprügeln. Nee, dann muss ich hier hin. Ah, alles klar, es wird auch auf der Karte angezeigt. Erstmal essen. Hi. Willkommen im Grillennest. Danke, freut mich hier zu sein. Was darf sein? Hunger? Schmeckt alles ausgezeichnet. Bestimmt. Ab geht's. Ach, ich besitze nicht genug... Was, wie teuer ist denn das hier? 1400, verarscht mich. Okay, dann gibt's nur Pommes mit Ketchup. Kommt sofort, der Herr. Essen fassen. So, alle wieder völlig ausgeruht. Perfekt. Knusperfritten. Hat ein neues Rezept. Ah, so bekommt man auch Rezepte. Das ist mal praktisch. Knusperfritten gibt's jetzt hier zu futtern. Was interessiert euch? Was uns interessiert, interessiert alles hier in der Umgebung. Ah, Refugien wurden gekennzeichnet. Nice. Neuer Parkplatz. Schick. Was haben wir denn hier? Ortschaften. Sammelstellen. Das ist cool. Ja, ich glaube mal, wir düsen nochmal zurück nach Hammerhead. Vielen Dank. Nein, wir düsen nicht nach Hammerhead, sondern wir nehmen hier eine Fight-Mission an. Ein Snack vielleicht? Einmal Jagd bitte. Alle schwere Brocken. Schatten aus den Schächten. Ja, machen wir. Weidmanns Heil. Gibt 1700 Gil, das ist schon ganz gut. Nichts überstürzen. Haben wir denn... Ist dann jetzt der Kram hier... Ah, okay. Das heißt, wir müssen dann da runter, das ist gut. Wir müssen... Müssen wir jetzt sowieso irgendwo... Müssen wir jetzt lang... Ich schaue nochmal kurz. Der Prinzenversand. Ah, wir müssen da eh nach Süden. Das ist doch perfekt. Können wir eigentlich quasi direkt stehen bleiben. Und die Gobbos vermöbeln. Das machen wir. So, wir sind alle wieder gesättigt. So, da laufen wir jetzt hin. Naja, wobei, nicht jetzt. Machen wir in der nächsten Folge. Haha. Denn wir haben schon wieder 30 Minuten rum. Und dann sehen wir uns.